Steht jetzt tatsächlich Leon Goretzka wirklich vor dem Wechsel zum VfL Bochum? Und welches Monsterangebot liegt jetzt Real Madrid für Vinicius Junior vor? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video direkt mit einer Meldung vom BVB. Die Talentförderung bei Borussia Dortmund gehört zu den wichtigsten Eckpfeilern des Vereins. Dabei richten die Schwarz-Gelben ihren Fokus auch auf die Verpflichtung internationaler Top-Talente. Ein kroatischer Stürmer könnte diesen Sommer den Weg nach Deutschland einschlagen. Die Scouts von Borussia Dortmund sind vor allem in dem Jugendbereich immer schnell zur Stelle, wenn ein junges Talent Aufmerksamkeit erregt. Mit Matthias Albert von Los Angeles Galaxy für die U17, Samuel Inhanciao von Atalanta Bergamo für die U19 und Jordi Paulina für die U19 von USV Hercules für das Drittligateam hat sich der BVB bereits im Ausland bedient und die Nachwuchstalente wirklich pünktlich verstärkt. Zusätzlich könnte Mislav Kutuk von Dynamo Zagreb verpflichtet werden. Der 17-jährige Mittelfeldstürmer steht auf dem Zettel einiger Top-Clubs aus Europa. Vor wenigen Monaten erst scheiterte Juventus Turin mit einem Versuch beim treffsicheren Angreifer. Doch der BVB hat nach Informationen gute Karten im Poker um die Unterschrift des Youngstars und bemüht sich intensiv um ihn. Schaut man sich die Statistik des Neuners an, wundert es nicht, dass Kutuks Name auf den Zettel vieler Spielbeobachter gehandelt ist. Mit kroatischer U17-Nationalmannschaft absolvierte Kutuk seinen August vergangenen Jahres 3 Testspiele gegen Island 2:1, Griechenland 1:0 und die Türkei 4:2. Und dabei trug er sich jeweils in der Liste der Torschützen ein. Saudi-Arabien ist weiterhin erpicht darauf, die besten Fußballer des Planeten in der eigenen Liga zu versammeln. Hierfür ist Vinicius Junior angeblich Jahrhundertvertrag verfolgt worden. Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema, der laut eigenen Aussagen Real Madrid zum richtigen Zeitpunkt verlassen hat, haben sich bereits vom großen Geld überzeugen lassen. Der Staatsfonds von Saudi-Arabien ist nun dabei, den nächsten Superstar zu einem Wechsel zu bringen. Die Rede ist von Vinicius Junior. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist dem 24-Jährigen ein unfassbares Vertragsangebot vorgelegt worden. Demnach könnte der Superstar in den kommenden 5 Jahren 1 Milliarde Euro verdienen. Ausgeschlagen soll der Stürmer das Angebot noch nicht haben und aktuell darüber nachdenken. Die Realität ist, dass Vinicius seine beste Saison als Profi hinter sich hat und der Top-Favorit auf den nächsten Ballon d'Or ist, nachdem er mit Real Madrid La Liga Meister wurde und diese Champions League gewonnen hat. Saudi-Arabien ist Ausrichter der Fußball-WM 2034 und möchte Vinicius zum Gesicht dieses Turniers machen. Mehrere Millionen Euro Ablöse sollen im Gegenzug zu Real Madrid gehen, was einem neuen Weltrekord entspräche. Vinicius würde künftig mit 200 Millionen Euro im Jahr alimiert werden und damit auf einer Stufe mit Ronaldo stehen, demselbigen Einkommen vertraglich auch garantiert wird. Und hier nochmal zur Einordnung. Es wäre das 20-fache von dem, was der Brasilianer aktuell bei Real verdient. An der Concha Espina ist man jedoch zuversichtlich, dass Vinicius den monetären Avancen aus Saudi-Arabien widerstehen wird und beim spanischen Rekordmeister weiterhin eine Ära prägen wird. Von Angeboten dieser Art ist mal wieder zu lesen. PSG wollte auch Vinicius zum bestbezahltesten Spieler der Welt machen, was der Topstar nicht nur einmal abgelehnt haben soll. In der sportlich unattraktiven Saudi Pro League zu wechseln, dürfte nicht sein eines Sinnen sein. Zudem hat er mit dem Neuzugang Kylian Mbappé erst einen Weltklasse-Spieler an die Nase gestellt bekommen. Trotz öffentlicher Aussöhnung zwischen Erik Ten Hag und Jadon Sancho rückt der Abgang vom Letztgenannten immer näher. Manchester United packt in Sachen Ablöseforderung ordentlich drauf. Das wohl abnehmende PSG ist sich mit dem Angreifer aber schon einig. Nach seiner Rückkehr zu Manchester United machte Jadon Sancho in der Sommervorbereitung einen mehr als ordentlichen Eindruck. Dennoch werden sich die Wege wohl in den kommenden Wochen noch trennen. Sancho hat sich RMC Sport zufolge für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain entschieden und will unbedingt für den französischen Serienmeister spielen. Einigkeit bezüglich einer Zusammenarbeit soll schon einige Wochen bestehen und nun geht es nur noch um die Transferentschädigung. Und da packt United nochmal ordentlich drauf. Wenn die Red Devils Sancho vor einigen Monaten noch für weniger als 50 Millionen Euro zu Borussia Dortmund ziehen lassen wollten, der BVB sich den Transfer aber nicht leisten konnte, ist die Preisforderung nun offenbar deutlich gestiegen. Der Meldung zufolge fordert United rund 60 Millionen Euro Ablöse, um Sancho vorzeitig aus seinem noch bis 2026 gültigen Vertrag zu lassen. Zusätzlich hieß es noch, dass PSG den Preis per Tauschdeal noch drücken möchte. Daraufhin lässt sich United aber offenbar nicht ein. PSG bietet Sancho laut Foot Mercato zufolge ein Traumgehalt in Höhe von 17 Millionen Euro brutto jährlich. Die Pariser suchen nach dem Abgang von Kylian Mbappé zu Real Madrid nach renommierten Spielern für die offensive Außenbahn. Sancho soll offenbar trotz bevorstehender Verpflichtungen von Desiree Doué an die Seine kommen, der sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat und bereits mit 16 Millionen Euro eine höhere Ablöse kostet. Sancho stößt hinsichtlich auf hohe Aufwandskosten anscheinend in ähnliche Sperren hervor. Flieht Goretzka zu seinem Ex-Club? Die VfL-Fans möchten zumindest davon träumen. Hinter der Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern München steht ein Fragezeichen.
Erst am Dienstag äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund zurückhaltend zu den Perspektiven des 57-maligen Nationalspielers. Ein Ex-Club Goretzkas macht sich nun offenbar Hoffnungen. Mehr als noch die Bayern könnten der VfL Bochum einen hochklassigen Mittelfeldspieler vom Schlage Goretzkas gebrauchen. Weil der 29-Jährige eine Bochumer Vergangenheit und seine Sympathie für den Ruhrpott-Club nie verloren hat, starteten ein Anhänger des VfL jetzt eine Inaktive, um den verlorenen Sohn zurückzuholen an die Kastrupper Straße. Mittels des Portals change.org setzt der Bochumer Anhänger Stephen H. eine Petition auf, die Goretzka zu einem Wechsel an seine alte Wirkungsstätte bewegen soll. Der Intitator meinte dies freilich auszwinkernd, denn wahrscheinlich ist ein solcher Transfer nicht. Unter dem Titel Leon Goretzka kommt zurück an die Katastrophe bittet die Petition um Unterschriften. Ein emotionaler Text erläutert die Irrelevanz des Unternehmens, das heißt im Wortlauf. Leon Goretzka ist nicht nur ein sportlich herausragender Fußballer, sondern hat auch in der Vergangenheit seine tiefe Verbindung zu seinem Heimatverein, dem VfL Bochum. Hier an der Anne Kastrupa begann seine außergewöhnliche Karriere. Die aktuelle sportliche Situation beim FC Bayern München ist angespannt. Trotz eines bestehenden Vertrags scheint Leon Goretzka in den Planungen des Rekordmeisters keine Rolle mehr zu spielen. Die Fans des VfL Bochum sehen darin eine einmalige Chance, nicht nur für den Verein, sondern auch für Leon selbst. Mit seiner Rückkehr könnte Leon Goretzka eine sportliche und emotionale Lücke schließen. Mehr als das, Leon hätte die Möglichkeit, die Herzen als Fußballromantiker zu gewinnen. Natürlich klingt dieser Transfer verrückt, aber der Fußball lebt von solchen verrückten Ideen. Und von Leidenschaft, Hingabe und der Liebe zu schönsten Nebensachen der Welt. Don't stop believing, Leon kommt zurück zu Anne Kastrupa. So sind die Worte. Der FC Bayern hat beim Werben um Désiré den Kürzeren gezogen. Der junge Franzose wird sich Paris Saint-Germain anschließen. Die Münchner haben dadurch nach Xavi Simons bereits den zweiten Wunschspieler nicht bekommen. Da jetzt auch noch ein Abgang von Matthijs de Ligt und Nasri Masraoui zu Manchester United folgen, kommt jetzt eine neue Liste von Spielern, die den FC Bayern vermutlich besser weiterhelfen sollten. Auf Nummer 1 haben wir Ronald Araújo. Der Name Ronald Araújo wurde immer wieder mal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wirklich heiß ist die Angelegenheit allerdings nie geworden, da der FC Barcelona eine Ablöse im Bereich von 100 Millionen Euro im Kopf umhergeisterte. Der 25 Jahre alte Abwehr-Allrounder, der ist noch bis 2026 an die Katalanen gebunden. Und da haben wir auch noch Jeremy Frimpong, ein Abschied von Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen. Er schien zu Beginn der Transferphase als wahrscheinlich. Laut Angaben von Sky hat der amtierende Meister nun aber Hoffnungen abgeschöpft, doch noch halten zu können. Eine konkrete Spur bezüglich eines Wechsels des pfeilschnellen Außenspielers gibt es logischerweise nicht. Der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer mal wieder als Interessent auch ins Spiel gebracht. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt, könnt ihr euch wirklich einen Wechsel von Vinicius Junior wirklich nach Saudi-Arabien vorstellen oder findet ihr, dass er noch ein paar Jahre bleiben sollte und erst dann den großen Geld hinterherjagen sollte? Oder sollte er direkt das 1-Milliarde-Angebot annehmen? Was sagt ihr dazu? Und sollte der FC Bayern wirklich Leon Goretzka an VfL Bochum verkaufen oder denkt ihr, das ist alles nur ein purer Quatsch? Schreibt es auch nochmal alles in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Abonniert jetzt auch diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos sowie Infos nicht mehr zu verpassen. Like noch dieses Video, falls es dir gefallen hat, und aktiviere die Glocke, damit du keine anderen Videos sowie diese nicht mehr verpasst. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die musst ihr dann nochmal unbedingt anschauen. Die sind echt sehr, sehr spannend geworden, die würde ich wirklich jedem von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.